Damit herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Let's Play. Bergs Aufstieg, jetzt mit der anderen Kamera. Und wir gucken mal, wie das jetzt hiermit aussieht, ob das von der Qualität her für euch angenehmer ist. 88 Fisch, ja, feiner Junge. Verlegt der Morgen, was stimmt denn mit dir? Wir können ihn sogar benennen. Ja, cool, jo. Also, da können wir dann keine Aktion draus machen. Oh, Entschuldigung. Keine Aktion draus machen. Ihr könnt die wie bei Viva Pinata. Könnt ihr die Drachen hier benennen? Wenn ihr wollt. Ihr könnt jetzt sagen, wie zum Beispiel wie der hier heißt. Und ihr könnt einfach Namensvorschläge reinschmeißen. Mega cool. Ach du Scheiße, das kann ich alles hier benutzen oder was? Was ist das denn hier? Aha. Halt ein neues Holzfällergebiet. Schalte Jungdrachen frei. Aktiviere einen Verstärker, um die Holzsammlerrate zu steigern. Ein legendärer Drache ist auf Berg. Okay. Vermute mal auch, dass das ein legendärer Drache ist. Ja. Okay. Tja, wir müssen gucken, wie wir jetzt an Runen rankommen, weil wir haben nur 55 Runen und um mit unserem neuen Drachen zu suchen, brauchen wir 150. Wir müssen nämlich den Gronkel holen, aber wir haben ja derweil das hier bauen lassen. Ach, ich muss auch noch kaufen, die Scheiße, oder was? Fischbein, was ist die beste Aufgabe für Gronkel? Ist das eine Fangfrage? Niedlich sein natürlich. Und Holz im Sägewerk finden. Fischbein würde den ganzen Tag nur mit dem Gronkel spielen, wenn er könnte. Aber Drachen müssen auch arbeiten. Sitze einen Gronkel auf Berg? Kann ich nicht. Finde Holz mit einem Gronkel. Okay. Okay, auf Level 10 aufwerten. Ach, ich hab 11 Stunden dafür Zeit. Den für 150 Dinger zu kaufen, anstatt für 300. Okay. Das wäre natürlich mega. Aber ich muss natürlich erstmal gucken, wie ich an Runen komme. Ohne dass ich jetzt Kohle ausgeben muss, also echt Geld jetzt ausgeben muss. Okay, da kann ich Fisch aufwerten, Holz aufwerten, bla bla bla. Kann ich wahrscheinlich hier verbessern. Okay. Hallo! Okay. Aha. Also man kann sie natürlich jetzt hier 3000 Runen zeitlich begrenzt. Aber ja. Das hast du halt Bot gemacht. Das wollte ich jetzt nicht verursachen. Also wie gesagt, man kann sich hier als Runen kaufen, es ist halt kein Free-to-Play, aber Pay-to-Win, sozusagen. Gontis Hütte. Okay.
Auch damit du mehr Wiking haben kannst. Du brauchst mindestens 3 Drachen auf Level 6. Okay. Aber 3 Drachen auf Level 6. Du sammelst mal Fisch. Oh, dann war schön mit dir. Friss mal. Ich hab zu viel Fisch, ey. Müssen wir es erstmal. Ich habe nur Lagerkapazität 400 Fische. Was natürlich echt zu wenig ist. So, ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich brauche 2 Wikinger. Wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich denn jetzt ein Haus jetzt nochmal bauen? Fuck off. Fuck, habe ich hier schon wieder vergessen. Geil. Gut. Uns sind schon mal auf Level 5. Ah, hier kann ich das, ist er. Dann machen wir einfach mal. Ich würde jetzt sagen, einfach mal hier hin. Dauert jetzt ein bisschen. Fische haben wir hier 85, ist da. Los, Fische. Aber wie an Ruhm kommen, weiß ich immer noch nicht. Ich frage mich, ob ich diesen Drachen, wenn ich ihn gut aufwerte, ob er dann Runen für mich auffinden kann. Sollten wir gleich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich mache jetzt einfach mal nach Gefühl. Ich habe über 56, glaube ich, angefangen. Über 56. Ach, der zeigt einen Stinkefinger hier. Sau cool. Zurück. Mal ausgefahren. Okay, es ist nun dann Weichseln. Und das Hütchen ist gleich fertig. Level 2 und Level 2 jetzt verfügbar. So, was habe ich denn jetzt? Ja, uns fehlen halt 100 Runen und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Runen habe, nicht gleich auch special-technisch Sturmfall suchen soll. Sturmfall halt, weißt du? Stimmt nicht mit dir. Okay, machen wir mal weiter. Hier, weißt du? Ich würde dich gerne mal... Wo ist denn das da? Thank you.
Level 5 erreichst. So viel bringt das jetzt auf den ersten paar Meter nichts. Ups, den machen wir mal Level 6 hier. Schrecklicher Schrecken freigeschaltet. Kostet 150 Runen, ey. Leck's mal am Arsch. Wie komme ich denn an Runen? Das ist ja auch die Frage hier. Hier kaufst du alles mit Runen. Du brauchst 20 Wikinger. Gut, dann brauche ich das auch nicht zu bauen. Katze, wag es dich jetzt durchs Bild zu laufen. Wag es dich. Verrückter Mongo. Ja. Also, Meter auf 3 kann ich erst machen, wenn ich 3 Drachen auf Level 6 habe, richtig? Mindestens 3 Drachen auf Level 6. Ruhen! Okay, kostet mir also richtig was. Also jetzt könnt ihr irgendwie Holz gegen Runen eintauschen oder sowas, oder Fische gegen Runen. Ist aber nicht möglich. Schad. Metall auf Level 3, das heißt, ich brauche 3 Drachen auf Level 6. Habe ich ja hiermit schon mal erledigt. Kann ich nicht mehr, wenn er unterwegs ist, okay. Eine Minute ist noch unterwegs. Muss ich jetzt 5 Stunden warten, 6 Stunden warten. Dann kann ich den nutzen wieder. Sehr schön. Okay. Aber wie geht's weiter? Wenn du mehr Platz auf Berg brauchst, kannst du Drachen zum Hangar schicken. Okay. Ich brauche ja meinen Drachen jetzt noch draußen. Ich habe nur den einen. Was passiert eigentlich, wenn wir... Okay, cool. So. Was ist denn? So, es ist Werbung da unten. Soll ich schon rüber? Was ist denn das? Ja, jetzt können wir noch nicht viel machen. So, das war jetzt eine legendäre Drache, okay. Dann können wir noch raus. Gottchen! Gott. Die Frage ist natürlich auch, wo kriege ich Holz und sowas her? Hier kaputt machen. Ein hübscher, wie wär's? Zack, zack.
müssen wir los. Wo ist denn der Fischis? Dann fütter ich die nochmal. 4 Minuten ist er unterwegs. Und pro Stunde haut er so 3000 Fische raus. Es ist jedes Mal, wenn er sofort fertiges Bub machen würde, würde er nochmal zum Ende 3000 Fische rauskriegen. So, haben wir auch schon mal Level 6. Ins Training können wir ihn schicken. Sehr cool. Ich muss seine Akademie auf Level 2 aufwerten. Ich brauche 5 Wikinger. Okay. Ja, ich kann nur bis zu 3 Wikinger anscheinend haben. Echt noch ein bisschen wie baue ich denn jetzt noch mal Gebäude bauen. Wir können sie zur Gegebenheit wieder umbewegen. Die Metalle auf Level 3, also das bringt jetzt nichts, wir müssen die Metalle erstmal auf Level 3 hochpushen. Wir können jetzt bis zu 3 Wikingern haben und sowas, okay. Das war's aber auch jetzt. Wir haben jetzt 2 Drachen auf Level 6. Kannst schon mal ein paar Fische sammeln gehen. Wir brauchen noch einen dritten Drachen, dafür brauchen wir aber Runen. Runen wird schwierig. Ohne wird's schwierig. Der Händler komme ich nicht. Der Händler, ja, ist noch nicht zur Verfügung für mich. Schalte Händler Johanns Schiff frei. Einen Gronkel auf den Fels klicken. Ja, das ist das Problem. Da ist das Problem. Ich kann nicht. Aber ich würde eh sagen, ich beende jetzt auch erstmal diese Aufnahme hier. Ich bin jetzt schon über die 15 Minuten wahrscheinlich wieder voll darüber hinaus. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann können wir es gerne weitermachen. So, ich habe maximal jetzt meine 3 Wikinger, mehr kann ich nicht machen. Wenn ihr Bock habt, sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt auch den Drachen hier benennen, was mega gut ist. Was mega abfuck geil ist. Und 6 Minuten ist er unterwegs, ey. 7, 8 Minuten ist er ein Stück unterwegs. Da sind ja ordentlich Fische, ey. Wollen wir auch erstmal die Fische wieder auf voll bringen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich mal so zwischendurch mal machen oder so. Also wie gesagt, sowas ist schnell gemacht. Einmal aufnehmen und dann kann ich alles drauf sprechen und sowas. Davon kann ich auf jeden Fall ziemlich viele Videos hochladen. So in 10 Minuten, 15 Minuten Takt, wie ihr wollt. Wie gesagt, die meisten Fragen kann man benennen. Ohne Zahlen kann man natürlich nicht benennen. Geht natürlich nicht. Level 12 benötigt. Schalte einen neuen Drachen frei. Ich kann mich auf Level 2 aufwerten. Ja, okay. Gut. Bootseier. Das ist aber ziemlich gut jetzt, ey. Ah, reicht nicht. Wir haben 210 Holz. Ein bisschen Holz zu wenig.
Ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, ob ihr es geil findet, ob ihr es scheiße findet. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann online. Ciao!